Moin Leute, da bin ich wieder. Vodafone hat, oder bei Vodafone konnte man vor ein paar Tagen keine Korja-Tarife buchen, weil die Seite von Vodafone, irgendwas wurde da gehackt, habe ich da mal gelesen. Und heute hat Vodafone neue, was heißt neue Tarife, das sind halt die Tarife, die jeder auch kennt. Das sind die vier Tarife hier. Da gibt es einmal, also es gibt mehr Datenvolumen. Es gibt doppeltes Datenvolumen für die ersten 6 Monate und nur für kurze Zeit. Ich denke mal, das ist wieder so ein Marketing wieder von Vodafone. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es einmal 2 GB für 4,99 €. 6 GB für 10 Euro, 12 GB für 14,99 € und 30 GB für 20 Euro. Und normalerweise haben diese Tarife hier eigentlich 1 GB für 5 Euro, 3 GB für 10 Euro, 6 GB für 15 und 15 GB für 20 Euro. Genau. Man kann diese Tarife bei Vodafone buchen. 5G ist in diesen Tarifen auf jeden Fall auch mit drin. Ihr kennt das. Und die haben keine Vertragsbindung. Und in den Tarifen ist auf jeden Fall auch EU-Roaming inklusive. 5G ist auf jeden Fall mit in den Tarifen mit dabei. Und genau, was haben wir hier Schönes? Genau, es gibt auf jeden Fall genau, das sind die eigentlichen Tarife. Beziehungsweise, genau, das sind eigentlich die eigentlichen Tarife. Und genau, da gibt es einmal hier den Koya Black für 80 Euro, da hat man unbegrenzt Internet. Koya AllNet Flat L. Mit 18 GB, der hat eigentlich 9 GB für 20 Euro. Koya Flat M hat eigentlich 6 GB mit 12 GB und kostet 14,99 € im Monat. Auch 5G immer mit dabei, ganz wichtig. Oder der Koya AllNet Flat S hat eigentlich 3 GB, hat jetzt 6 GB für die ersten 6 Monate und danach gibt es mal 3 GB. Genau, das ist ein Aktionsprogramm bei Vodafone. Boah. Genau, diese Aktion beginnt, also die Aktion ist gültig mit dem doppelten Datenvolumen von 20.06. Was steht hier? 20.06. mit Koya Start, Koya Flat S, Koya Flat M, Flat L, Koya Digital, doppeltes Datenvolumen und zwar bis zum 20.12.2023. Das heißt, noch bis Ende dieses Jahres. Das ist auf jeden Fall eine gute Aktion von Vodafone. Ja. Ich sag mal so, irgendwann müssen sie ja mal was machen. Deshalb haben ja auch 200.000 Kunden auch bei Vodafone ja auch gekündigt. Ich sag mal so, jeder muss das für sich selber entscheiden. Aber für Vodafone ist es natürlich nicht gut. Ich sag mal so, ich bin schon lange bei Vodafone. Auch eigentlich auch ganz zufrieden damit. Auch nie damit Probleme oder so. Ja. Genau, also man kann wieder Prepaid-Tarife buchen auf der Internetseite von Vodafone.de und genau, 5G ist auf jeden Fall auch mit dabei, habe ich ja schon erzählt. EU-Roaming auch und genau, die Aktion läuft 6 Monate. Ich sag mal so, 30 GB für 20 Euro kann sich sehen lassen, ne? Bloß, dass Vodafone auch mal langsam lernen sollte, wenn sie diese Tarife jetzt so machen,
dann sollten sie, wie zum Beispiel bei Core Digital, die 15 GB weg und die 30 da stehen lassen. Dann sollten sie nicht nur solche Aktionen machen, sondern sollten das auch für dauerhaft machen, damit man halt auch generell mehr Datenvolumen hat. Aber gut, das ist halt immer so eine Sache bei den Telefonanbietern, dass man mehr Datenvolumen bekommt. Gerade bei Telekom und bei Vodafone ist es ja so, dass die ja immer sehr, sehr geizig sind, was das Datenvolumen angeht. Die drücken ja mehr auf Sparflamme, als wenn man da was bekommt. Und genau. Das war's dann wieder von mir. Den Link, ihr kennt das, ihr wisst das, tue ich auf jeden Fall in der Videobeschreibung damit hinein. Und dann würde ich mal sagen, bis die Tage.